Tipps für Angehörige von psychisch Kranken, Part 9. Du willst einen besseren Umgang mit der psychischen Erkrankung deines Angehörigen? Dann lerne eine Sache, nämlich Akzeptanz. Akzeptiere die Situation so, wie sie ist, weil wenn du das nicht tust, basiert jegliche Hilfeleistung deinerseits im luftleeren Raum. Deine Hilfeleistung muss auf dem Fundament der Realität fußen. Und dafür brauchst du Akzeptanz. Akzeptanz hat nichts mit Resignation zu tun. Oder gar mit Aufgeben. Akzeptanz hat auch nichts damit zu tun, sich Sachen schön zu reden. Nein, Akzeptanz bedeutet, etwas zu akzeptieren, wie es in diesem Moment ist, einschließlich der Möglichkeit, ausgehend von der Realität etwas daran zu ändern. Erst wer gelernt hat, eine Situation fachgerecht einzuordnen, kann auch an dieser etwas verändern. Damit dies gelingen kann, benötigst du die Klarheit der Akzeptanz. Für weitere hilfreiche Tipps folge meinem Kanal.